Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gaming. Ich spiele heute wieder World of Tanks. Es ist Wochenende. Es ist für mich jetzt noch Samstag. Wenn ihr das Video seht, ist es Sonntag. Ich habe jetzt gerade zwei Stück verkauft. Den hatte ich ja schon, aber ich habe mir einen T-34 gekauft. Und der ist neu. Und den hatte ich mir ja schon gekauft. So, den habe ich gerade schon gespielt, hat aber immer noch mal 3 Sterne, keine Ahnung. Egal, ich spiele jetzt mit dem. Und dann geht's Nummer 2 weiter. Achso, und ich habe neu den Churchill 8 T6er. Das sind ja meine Festen, die werde ich ja nicht verkaufen. Und die anderen werde ich soweit aufwerten, wo ich die auch hinhaben möchte. Ich wollte ja bei den Deutschen. Bei den Amerikanern wollte ich hier auf Inie gehen. Auf den Sheridan. Bei den Deutschen wollte ich auf die Maus gehen. Bei den Russen wollte ich, was war das gewesen? Ich glaube, das war der hier gewesen, oder der da drüber? Ah, der war das, genau. Auf ihn hier gehen, auf den Jäger. Und bei den Amis wollte ich, was war das? Ich glaube, genau, der hier war das. Vicker Slide. Bei den Japanern wollte ich auch auf den Hunter gehen. Bei den Chinesen wollte ich auch auf den Speer gehen, Aufklärer. Bei den Franzosen wollte ich auf den Schwerpanzer gehen. Jetzt kommt Europa dran. Europa, Italiener wollte ich hier oben den Hunter machen. Dann hier unten den mittleren, bei den Polen, Schweden war glaube ich der hier gewesen, genau, schwerer, das war glaube ich Tschechien, ach Polen war das, genau, den nicht, der darunter war auch Pole, nee, das war der Tscheche, okay. Ich glaube, das war der hier gewesen. Bei den Tschechen. Weiß jetzt auch nicht mehr. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Und Italiener. Nee, doch Italiener war es. Da nicht. Habe ich ja oben. Und das war auch ein Italiener. Den auch nicht. Ihr wollt von jeder Nation nur einen Panzer haben. Erstmal. Und später schauen, welche ich dann noch nehme. Bis ich da bin, das dauert auch eine Ewigkeit. Dann bin ich bestimmt 4-5 Jahre erst beim Spielen. So, es geht weiter. Wir spielen mit den Deutschen. Viel Spaß. Okay, ich spiele den Deutschen. Mit den deutschen Panzer habe ich bis dann immer ganz schlecht gespielt. Keine Ahnung warum. Erwischt.
sieht nicht gut für mich aus. Gleich ist er down. Und? Schuss bitte. Ich sage mit den Deutschen, ich weiß nicht. Da bin ich nicht so. Nur noch zwei Kugeln. Nein, nur noch zwei. Wo ist er? Da hinten ist er. M5 Stuart. Das war ein Treffer. Und das war auch ein Treffer. Und dieser. Ja, das war wohl ein Satz mit X. Das war aber nichts. Hicks. Und die Bewertung, ganz schlecht. Ja, ich weiß nicht. Oh, ich war nur mit einem Schadenspunkt schlechter wie der erste. Und trotzdem der viertbeste Spieler, würde ich sagen. Gut, dann nächste Runde. Ich spiele nochmal den Deutschen, weil ich habe ja verloren. Okay, die zweite Runde mit den Deutschen. Los geht's! Los, los, los. Sind sie weg. Vier Punkte noch. Eine unserer Ketten.
Leiter hoch. Sippy. Nummer 1. Nummer 1. Ich bin die Nummer 1. Und? Ja, Nummer 1. Sippy. Shit. Und Video? Kein Video? Oh nein! Das hätte Punkte gegeben. So ein Mist. Naja, egal. Und dann werde ich mal schauen, welchen ich jetzt noch spielen werde. Ich habe ja jetzt zwei neue Panzer noch. Mal gucken. Viel Spaß. Okay, ich habe jetzt mal Churchill 8 genommen, also den Tiersetzer. Ich spiele jetzt gerade das erste Mal mit denen. Schauen wir mal, wie gut er ist. Oh, ich bin ein schwerer Panzer. Das waren zwei schöne Runden. Der erste war nicht ganz so schön. Premium 62.000. Mit dem kann man gut Geld machen. Ich war der Stärkste von allen. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.